Sonnenschein am Hambacher Wald. Wird das heute am Ende für die Demonstranten dieser eine Tag sein, für den sich all das gelohnt hat? Zum Beispiel für Moritz Vogel. Er lebt seit 1,5 Jahren hier. Er hatte ein Baumhaus, das wurde zerstört, er blieb trotzdem. Und als heute der Rodungsstopp kam, da war er vor allen Dingen eins, erleichtert. Sehr euphorisch, klar. Es ist für uns alle so, es fällt unglaubliche Last von den Schultern. Wir haben mehr Zeit, uns vorzubereiten. Es ist auch eine Atempause für viele jetzt, zu sagen, okay, das Ganze war jetzt nicht umsonst, sondern es ist jetzt erstmal so ein Durchatmen, Innefassen, Kraft schöpfen und dann geht's weiter, auf jeden Fall. Aber es ist eben auch nicht die ganz große Party. Noch nicht. Denn Sie wissen, der Stopp ist nur vorläufig, auch wenn es sich vielleicht wie ein bisschen mehr anfühlt. Es gab aber auch spontanen Applaus. Das berichtet der Waldführer Michael Zobel, der seit Jahren für den Erhalt des Waldes kämpft und die Nachricht vom Stopp im Supermarkt erhielt. Ich war eigentlich einkaufen und dann kam ein Anruf eines Journalisten und feiern Sie. Und ich habe gesagt, was feiern wir denn irgendwie? Und dann hat er mir erzählt, was ist. Und dann, ich bin selten sprachlos, aber da war ich im Moment sprachlos. Und dann habe ich durch den ganzen Laden gerufen und der ganze Laden jubelte. Da waren viele Menschen und alle jubelten und haben geklatscht und applaudiert. Der Protest hat Rückenwind erhalten und diesen wollen sie nutzen. Schon am Vormittag hatten viele an ihren Plakaten für morgen weitergemalt, obwohl da noch die Kundgebung aus Sicherheitsgründen durch die Polizei offiziell untersagt war. Erst am Nachmittag erlaubt das Verwaltungsgericht Aachen auch diese Kundgebung. Die Kammer hat den hohen Stellenwert des Versammlungsrechts gewürdigt. Sicherheitsbedenken sind ernst zu nehmen, gar keine Frage, aber dieser Bedeutung des Grundrechts muss eben auch Rechnung getragen werden. Und das kommt in diesem Beschluss hier zum Ausdruck. Die Naturfreunde hatten die Kundgebung angemeldet und alle, die sie dabei unterstützen, rechnen morgen nun mit einem Riesen-Happening in Hambach. Das, was für die Anti-Atomen-Bewegung Gorleben war, das wird für die Anti-Kohle-Bewegung immer mehr der Hambacher Wald sein. Das ist ein Ort, das sind die Orte, Sie kennen sie, Wühl, Wackersdorf, Gorleben aus Anti-Atom-Zeiten. Die standen irgendwann für große Niederlagen der Energiekonzerne. Und ich denke, das Gleiche werden wir hier auch mit dem Hambacher Wald erleben. Wie viele morgen hierhin kommen werden, kann niemand genau vorhersagen. Anhand der angemeldeten Busse gehen die Veranstalter aber von rund 20.000 Demonstranten aus. Eine Herausforderung für das Gelände und für die Polizei. Ich kann nur an alle appellieren, dass sie entsprechend umsichtig vorgehen, keine Gefahren heraufbeschwören, sich friedlich und besonnen verhalten, Wartezeiten gegebenenfalls erdulden und es dann ein friedliches und schönes Fest für den Versammlungsanmelder wird und vor allen Dingen ein friedliches Fest auch für die Kolleginnen und Kollegen, dass sie möglichst wenig Anlass zum Eingreifen haben. Die Aktivisten haben heute gleich 2 Etappensiege errungen. Und morgen wollen sie das dann auch gebührend feiern. Ich glaube, alle kommen. Das waren die letzten Sonntage auch so. Ich komme auch. Ich werde auf jeden Fall hier sein. Und ich glaube auch, wir sind ja eine sehr große Bewegung geworden, dass sich die Menschen das auch nicht nehmen lassen werden. Weiter für mehr Klimaschutz, für einen schnellen Braunkohleausstieg und für den Erhalt dieses wunderbaren Hambacher Waldes einzustehen. Die Bäume bleiben vorerst stehen. Die Demonstranten bleiben vorerst auch. Der Kampf um den Wald geht weiter.